Also heute Kupplung langsam kommen lassen. Ach, scheiße, mein Fehler. Scheiße, scheiße, scheiße. Hallo Liebling. Also viel Spaß mit Folge 5. Stuntfrau Miriam Höller im MX-5, Autoredakteur Bernd Volkens mit einem 9:9 und Influencer Tobi Wolf im RX-7. Unsere Coaches stellen sich der Herausforderung. 5000 Kilometer quer durch Europa. Das ist das große Ziel der Mazda Garage. Eine Herausforderung für Mensch und Maschine. In der letzten Folge habe ich den Coaches ihre Rallye-Fahrzeuge präsentiert. Miriam ist mit ihrem MX-5 wirklich happy. Bernds 929 ist cool, aber technisch noch eine echte Baustelle. Tobi findet seinen RX-7 richtig gut, nur zu unauffällig. Heute kümmern wir uns darum, dass das nicht so bleibt. Hallöchen! Na, du kommst zur richtigen Zeit. Klar. Hi, Thomas. So, pass auf. Hier geht's noch richtig rund. Das heißt, was müssen wir alles machen? Verteilerkappe, Kupplungsnehmerzylinder, Geberzylinder. Wir haben also einiges zu tun. Und Reifen. Reifen. Ja, neue Gummis drauf. Okay. Abziehen. Auswuchten. Anmontieren. Und dann wieder drauf. Ja, pass auf. Auf den ersten Blick ist er ja gar nicht verkehrt, ne? Mhm. Aber für die Rallye müssen wir ein paar Sachen beachten. So die wichtigsten. Du willst ja durchs Ziel? Ja, natürlich. Du willst auf Sieg? Natürlich. Gummi gehört dir. Einmal nach nebenan. Okay. Und dann wollen wir mal einen abziehen, ne? 1978 brachte Mazda den Sportwagen RX-7 auf den Markt. Eine echte Erfolgsgeschichte. Er wurde das meistverkaufte Auto mit Kreiskolbenmotor aller Zeiten. Erst 2002 lief nach 3 Generationen das letzte Modell vom Band. Tobi legt in der Mazda-Garage selbst mit Hand an. An der Reifenstation ziehen wir die alten und abgefahrenen Gummis ab. Auf die Originalfelgen kommen fabrikneue 13-Zöller. Du hast auch noch einen Sondereinsatz. Ja, also viel hat sich hier noch nicht getan vom Auffälligkeit. Moment, da haben wir noch was, ne? Achtung, Achtung. Du wolltest Racing. Das sieht rockig aus, wie findest du das? Ja, nicht schlecht. Das sieht sportlich aus. Was meint ihr? Ist er ja. Und jetzt fährst du zum Folierer und legst das mal auf den Tisch und fragst mal, was der davon hält, ob er das umsetzen kann, ja? Ja, werde ich machen. Und wir? Schauen nur ein bisschen. Ja, das sehe ich genauso. Wir haben nämlich genug zu tun. Dann bis gleich, Jungs. Jo. Ciao. Techniker Thomas hat dem RX-7 im Vorfeld bereits eine nagelneue Bremsanlage verpasst. Mit neuen Belägen und Scheiben kommt Tobi auf der Rallye auch sicher zum Stillstand. Ein Problem ist doch der defekte Kupplungsnehmerzylinder. Und wie läuft's? Kriegst du den Zylinder raus? Ja, ja, gehen wir schon hin. Kriegst du das Ding fest? So, da haben wir ein gutes Stück. Und so sieht das hier aus. Deshalb hat Motor vom Getriebe nicht getrennt, ne? Weil er nicht ausrücken konnte. Das hier ist der Nehmerzylinder. Das hier ist der Geberzylinder. Und mit dem Fußdruck, mit dem Pedal, drücke ich die Flüssigkeit vom Geber auf den Nehmer. Leitung. Über die Leitung. Und dann trennt Motor vom Getriebe und ich kann Lastwechsel machen, einen anderen Gang einlegen. Tobi fährt zu Folierer Michael nach Düsseldorf. Ihm habe ich im Vorfeld ein paar Fotos des RX-7 geschickt. Er weiß, es geht um ein Racing-Design. Hi, Micha. Grüß dich, Tobi. Alles gut? Ja, sehr gut. Danke. Und selbst? Ja, auch. Ja. Schön, hier zu sein, weil es drängt ein bisschen was. Und zwar habe ich hier einmal ein paar Bilder von meinem RX-7 mitgebracht. Und du siehst auch schon, du hast ja auch schon Bilder auf deinem Laptop, wie er aktuell aussieht. Ja. Der ist im super Zustand, ne? Gut sieht er aus, aber wie gesagt, ich brauche was Auffälligeres. Ich habe mal so ein paar Ideen von damals mitgebracht. Hier sehen wir ihn als Rallye-Wagen. Ja. Ich stelle mir auch ein paar Rallye-Streifen vor. Mhm. Und vielleicht auch ein paar Sticker. Ich weiß nicht, vielleicht hier das Mazda Garage-Logo. Kann man das vielleicht irgendwie unterbringen auf die Motorhaube? Ja, absolut. Ne, das kann man tatsächlich einfach so auf die Motorhaube entsprechend da platzieren. Ich finde auch bei den Fotos, die du mitgebracht hast, das ist auch die richtige Wahl mit dem schmalen Streifen, weil du bei dem alten Lack natürlich weniger Risiko hast, dass sich was ablöst oder irgendwas beschädigt wird beim Kleben. Ne? Wir können runtergehen in die Produktion, dann siehst du auch, was möglich ist. Ne? Gern. Okay. Hier ist unsere kleine Produktionsstätte. Klein. Wo wir... Boah, was ist das denn für ein Gerät? Also das hier ist der Digitaldrucker. Okay. Ja, da würde ich gleich deine Streifen durchlaufen lassen. Ach, der macht mir sofort die Folie? Das gebe ich einem, im Grunde wie bei dem Drucker zu Hause auch. Der Unterschied ist halt nur, dass wir das hier halt in Großformat drucken und auf Folie.
Mit umweltfreundlicher Latextinte werden Tobis Rallye-Streifen auf Spezialfolie gedruckt. Die bekommt ein besonderes UV-Schutzlaminat und ist damit wetterfest. Ja, jetzt habe ich die Qual der Wahl. Aber du bringst mir ja auf jeden Fall was mit, damit wir das einmal an den RX-7 halten können, damit wir uns einmal eine grobe Vorstellung davon machen können. Absolut. Ich bereite dir auch das Logo mal für die Haube vor von der Mazda-Garage, dass wir mal schauen können, wie die Platzierung von den einzelnen Stickern am Fahrzeug laufen. Mhm. Ich bringe ein paar Magnete mit und dann können wir da ja entsprechend einfach schon mal den Plan schmieden, wie wir die Produktion gehen können. Klasse, perfekt. Ja. Während Michael seine Folien vorbereitet, sind Thomas und ich in der Mazda-Garage weiter am Schwitzen. Ich kümmere mich nun um die Zündung. Hey, hast du schon mal so einen Finger gesehen? Ja, ne? Das Wahnsinn, ist Wankel. Verteilerfinger vom Wankel. So, Teile sind da. Einmal bitte rund erneuern. Na, das sieht doch schon ganz anders aus hier. Thomas baut gerade den Kupplungsnehmerzylinder ein, als Tobi wieder in der Garage eincheckt. Wie sieht das aus? Ja, also in Sachen Zündung, ne? Das alt verbraucht, Finger neu. Wie war es bei dir? Auch gut. Ich habe viel Inspiration mitgenommen. Ja? Eigentlich kann er alles umsetzen, was ich möchte. Geil. Gib uns noch ein paar Minuten. Wir sind noch nicht ganz fertig. Aber du kannst noch mal ein paar Sachen aus. Tobi soll ja heute noch seine erste Testfahrt mit dem RX-7 machen. Doch dann passiert mir ein Malheur. Sag mal, was ist das denn? Wo ist denn hier der Stift, du? Siehst du das? Der hat das gar kein Kohlestift drin. Das kann doch nicht wahr sein. Runtergeflogen? Ich glaube, mein Job ist heutzutage unterm Auto. Das kann doch nicht wahr sein. Oder guck mal im Karton, ist da noch was drin? Nee. Hä? Das gibt's doch nicht. Oder ist das so, haben die das vergessen bei der Produktion? Das kann doch nicht wahr sein. Ich hab's. Ah, ich hab's. Du, der ist rausgeflogen. Also, so ein kleines Teil, ne? Heißt keine Zündung. Jetzt ist mir hier der Kohlestift aus der Verteilerkappe rausgeflogen. Das darf normalerweise nicht passieren. Und wenn du sowas nicht merkst, ne, dass der Stift nicht mehr drin ist, baust alles zusammen und hast keine Zündung, da bist du nur am Suchen. Zum Glück haben wir das gerade noch gescheckt. Da kommst du nicht. Nachdem wir auch die Zündkabel erneuert und die Kupplung entlüftet haben, kommt endlich der große Augenblick. Springt der Kreiskolbenmotor an? So, Tobi, dein großer Moment. Einmal einchecken. Zündung an, zweimal pumpen. Sag mal, ist heute Weihnachten oder was? Wie Sahne. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gehört? Der kam sofort. Gib mal Softgas. Geil, geil, geil. Ja, das ist ein echter Erfolg. Jetzt darf Tobi zum ersten Mal an Steuer seines RX-7. Und Kupplung? Gutes Gefühl? Top. Ja. Super Gefühl. Schaltung, exakt. Ja, knackig, Fahrwerk sportlich. Sehr gut. Sitzt gut. Das ist RX-7. Tobi dreht den Wankelmotor gleich mal ordentlich. Ist das geil? Hammer. Ist das geil? Ey, wirklich vielen, vielen Dank, Date. Du, ich bin auch happy, du. Top Karre. Wir machen dazu einen Spaß, ne? Und wenn du glücklich bist, ne? Und auch noch auf Sieg fährst, ne? Du, dann kriegst du Applaus. Also der Tobi weiß schon, was gut ist. Ne? Von der Karosserie, rockig, sportlich, vom Motor, Drehzahl-King. Damit kann er schon ordentlich einen wegreißen. Dann haben wir noch einen wichtigen Termin auf dem Zettel. Ha! Kundschaft. Wir haben Besuch. Folierer Michael kommt mit seinen Designvorschlägen für den RX-7. Das sieht geil aus, ne? Logo. Super, perfekt. Ja, komm, dann drück mal halt nochmal dran. Schwarz finde ich auch ganz geil hier. Ja, schwarz oder weiß? Also, das sieht rockiger aus, finde ich. Schwarz sieht auch besser aus, ja. Die Rallye-Streifen hat Michael in drei verschiedenen Farbkombinationen dabei. Jetzt ist es reine Geschmackssache. So, wie heißt er nochmal so schön? Wie würden Sie entscheiden? Deine Meinung steht, ne? Blau ist es auf jeden Fall. Passt zum Rallye-Fahrzeug, kann ich mich super mit anfreunden. Mit dir kann man nicht diskutieren, ne? Tobi steht auf Blau. Aber was meint ihr? Ihr entscheidet. Hier unten. Da müssen die Kommentare rein, ne? Damit wir wissen, wo der Micha uns eine kleben kann. Micha, danke dir für deine Unterstützung. Ich freue mich auf den Anruf. Hau rein. Tschüss. So, und für dich halt auch Abschied nehmen, ja. Weil, was wir hier noch zaubern, ne? Wird ja noch eine Überraschung werden. Eine große Überraschung. Aber wie das Ding nachher aussieht, das sollst du noch gar nicht wissen, ne? Also, ich bin gespannt. Gut.
Dank dir. Bitte, bitte, bitte. Ciao. Danke, Thomas. Macht's ja. gut. Boah. Ist schon warm, ne? Wir brauchen auch bald einen Ölwechsel. Ja, ja. Was machen wir? Duschen. Guck, guck. Und schon wieder ist eine Folge rum. Dabei haben wir noch so viel auf dem Zettel. Mit dem RX-7 ja, haben wir ordentlich Fortschritte gemacht. Aber der 929 vom Bernd, der bereitet mir Bauchschmerzen. Also Engpass. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, abonniert den Mazda Deutschland YouTube-Kanal. Viel Spaß!